Hey, ich bin Chris von wearenerds.de und heute zeigen wir euch das Xiaomi Mi VR Headset und anschließend gibt es natürlich wieder We Are Weekly, die wichtigsten Virtual Reality News der Woche. Außerdem werden am Ende der Folge auch noch die Gewinner für unsere letzten beiden Gewinnspiele ausgelost. Also, bleibt dran! So, hier haben wir auch schon das Xiaomi Mi VR Headset und auf den ersten Blick, an was erinnert euch dieses Headset? Also vielleicht spontan fällt euch das PlayStation VR Headset ein, denn diese Halterung ist eindeutig vom PSVR-System kopiert, übernommen, inspiriert, wie auch immer. Lediglich ein Unterschied hat das Ganze, das Display hängt nicht frei, das heißt man kann es nicht nach vorne und hinten ziehen und zum anderen ist hier hinten kein Rädchen, um das Ganze festzuziehen. Man macht das alles mit einem Knopf und er geht rein und raus. Somit ist das ganze System schon komfortabler als die meisten anderen Virtual Reality Headsets, aber es ist noch nicht so komfortabel wie das PlayStation VR Headset. Das liegt einfach daran, dass man das Display hier vorne nicht rausziehen kann und somit ist es doch ein bisschen hakeliger, das Ganze aufzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber hier ein nettes System, mit dem kann man das Band hochklappen und somit das Ganze dann doch recht sauber und ordentlich aufsetzen. Aber welches Virtual Reality Headset erkennt ihr noch? 1, 2, 3. Ich mach mal hier vorne auf, dann wird es vielleicht deutlicher. Oder mal hier reinschauen. Weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Das erinnert doch ziemlich stark an die Samsung Gear VR. Denken wir uns mal den ganzen Rest hier hinten weg, dann haben wir ja eigentlich eine Samsung Gear VR, denn wir haben hier genau die gleichen Mechanismen zum Einspannen und wir haben hier drin einen Näherungssensor, der erkennt, ob ihr das Headset gerade aufhabt oder nicht. Außerdem ist das Headset auch mit Sensoren für das Tracking der Kopfbewegungen ausgestattet, auch wie bei der Samsung Gear VR. Also, wir haben hier schon mal zwei Headsets in einem, könnte man so sagen. Aber ist das auch wirklich eine gute Kombination? Dazu kommen wir später. Aber erkennt ihr noch was? Vielleicht noch nicht, weil es hier so ein bisschen unten liegt. Aber das Xiaomi VR Headset wird auch mit einer Fernbedienung ausgeliefert. Tja, und die kennt ihr natürlich vom Google Daydream System. Ja, ihr seht also Google Daydream, PlayStation VR und Samsung Gear VR in einer Brille vereint. Ob das Ganze gut gehen kann, dazu kommen wir jetzt. Das Mi VR Headset ist eigentlich ein tolles Virtual Reality Device. Es sitzt gut, es lässt sich gut tragen, es lässt sich gut aufsetzen. Die Fernbedienung ist dabei, dessen Bewegungen können zwar nicht im Raum getrackt werden, aber zumindest die Ausrichtung kann erkannt werden und somit steht einem grandiosen Spielspaß eigentlich nicht viel im Weg. Doch es gibt eine Kleinigkeit, die leider sehr, sehr stark ins Gewicht fällt. Xiaomi unterstützt insgesamt 4 verschiedene Smartphones, das Note 2, das Mi 5S, das Mi 5S Plus und das Mi 5. Wenn ihr diese Smartphones kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass diese Smartphones ohne OLED-Display ausgestattet werden. Das bedeutet, diese Smartphones haben kein OLED-Display und dadurch verschwimmt das Bild ein bisschen oder es ist ein wenig verwaschen, ein bisschen ja, unscharf, wenn man seinen Kopf bewegt. Bedeutet, Kopfbewegung kurz unscharf und dann wieder scharf. Das zerstört einfach ganz, ganz stark den Eindruck beim Spielen und dadurch ja, macht es nicht wirklich Spaß, mit dem Gerät Virtual Reality Erfahrung zu benutzen. Warum macht Xiaomi sowas? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es macht mich auch sehr traurig, denn eigentlich ist das ein tolles Produkt. Warum dann kein Smartphone mit OLED-Display oder irgendwas überlegen, damit es besser funktioniert? Im Moment kann man deswegen das Produkt nicht unbedingt empfehlen, außer Xiaomi bringt demnächst neue Smartphones raus mit OLED-Display und macht diese auch kompatibel für das Headset. Dann macht das Ganze wieder Sinn. Im Moment, ein wenig kritisch das Ganze. Aber auch bei der Software gibt es noch mehr Probleme. Die Software im Store ist relativ durchwachsen, aber es finden sich auch ein paar Perlen und deswegen möchten wir auch gar nicht so sehr über die Software im Store meckern. Aber der Store selbst hat ein riesengroßes Problem, zumindest wenn ihr keine chinesischen Schriftzeichen lesen könnt. Der Store ist nämlich aktuell nicht auf Englisch verfügbar und dadurch ist es sauschwer, sich darin zurechtzufinden. Also wir hatten schon starke Probleme, das überhaupt erstmal zu installieren, also den Store auf das Handy zu kriegen und dann anschließend auch noch mit dem Store zu arbeiten. Das ist einfach eine große Qual und das macht keinen Spaß. Warum rollt man das Ganze nicht auch in englischer Sprache aus? Wir wissen es nicht, aber gut, Xiaomi konzentriert sich auch eher auf den asiatischen Markt, aber eigentlich kann das Unternehmen auch davon ausgehen, dass auch Menschen aus Europa oder Amerika sich das Ding bestellen wollen und dann könnte man doch zumindest eine englische Version anbieten. Ist aktuell nicht der Fall. Deswegen kommen wir jetzt zum Fazit und das wird vielleicht eher kritisch ausfallen.
Wir haben ja schon ein paar Punkte vorweggenommen und das Mi VR-Headset von Xiaomi ist eigentlich ein großartiges Headset. Eigentlich ist es toll, eigentlich will ich es sofort haben, eigentlich will ich es jeden Tag nutzen. Aber kein OLED-Display und das macht das Ganze doch wirklich kaputt. Über die Software, ja, da könnte ich noch drüber hinwegsehen. Einmal eingerichtet, dann funktioniert es ja auch. Man hat die Software installiert, da muss man sie nur noch starten, alles okay. Aber das fehlende OLED-Display bricht dem ganzen Spaß das Genick und damit ist das Ding leider irgendwie durchgefallen. Also wir können es zumindest nicht empfehlen, zumindest mit den aktuellen Smartphones können wir es nicht empfehlen. Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht bei der Einrichtung. Wenn das so ist, dann klärt uns auf und wir nehmen alles zurück, aber aktuell sieht das Bild einfach nicht gut aus, wenn man den Kopf bewegt und das ist einfach jammerschade in Virtual Reality. Egal, so viel zum neuen, tollen, durchwachsenen, schlechten, guten, mittelguten Virtual Reality Headset von Xiaomi. Jetzt geht es weiter mit We Are Weekly, den wichtigsten Virtual Reality News der Woche. Das große Highlight in dieser Woche war natürlich die Veröffentlichung von Resident Evil 7 für das PlayStation VR Headset. Gefühlt gab es noch nie einen solch großen Hype um ein Spiel, welches komplett in der virtuellen Realität spielbar ist. Selbst traditionelle Gaming-Magazine warfen einen Blick über den Tellerrand und haben sich in VR gegruselt. Unseren ausführlichen Test zum Spiel findet ihr natürlich auf vianerds.de. Außerdem haben wir auch einen Grafikvergleich angelegt, der die Unterschiede zwischen der PSVR-Version für die PS4 und die PS4 Pro zeigt. Leider gab es in dieser Woche aber auch eine traurige Nachricht, denn die DLCs werden nicht vollständig in VR spielbar sein. Nur jeweils 2 der 3 Inhalte werdet ihr auf das PlayStation VR-Headset zaubern können. HTC hat sich in dieser Woche zwar nicht direkt zur HTC Vive 2 geäußert, aber ein Leiter der Vive-Abteilung hat bestätigt, dass wir davon ausgehen können, dass es alle 12 bis 36 Monate eine neue Vive geben wird. Außerdem sagt HTC, dass man die bestehenden Headsets aber stets mit Upgrades versorgen wolle. Deshalb wird es auch in diesem Jahr keine HTC Vive 2 geben, aber dafür den Deluxe Audio Strap und die Vive Tracker. Beide Erfindungen werden die Erfahrung mit der HTC Vive deutlich verbessern, aber mit dem Display der HTC Vive müssen wir wohl noch etwas länger leben. Sword Art Online bekommt nun doch eine Virtual Reality Erfahrung. Wer sich jetzt bereits die Hände reibt und seine Oculus Rift oder HTC Vive anschließt, der wird leider enttäuscht von dieser Nachricht sein, denn die Erfahrung wird exklusiv für das Valve Zero Headset angeboten. Die Erfahrung soll den kommenden Film bewerben und erscheint am 31. Januar in Japan und Korea. Das Valve Team ist gerade dabei, die ersten Virtual Reality Brillen auszuliefern und bietet momentan die VR-Brille mit Eye-Tracking für 599 US-Dollar an. Da das Valve Zero Headset aber ohne Positional Tracking ausgeliefert wird, sollten nur Menschen zugreifen, die Spaß am Experimentieren mit dem Eye-Tracking haben. Im Februar wird Nullspace VR eine Kickstarter-Kampagne für einen Virtual-Reality-Feedback-Anzug starten. Der Anzug ist in 16 verschiedene Zonen aufgeteilt und ermöglicht bei Treffern somit ein optimales Feedback für den Spieler. Virtual-Reality-Spiele würden dann nicht mehr an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ihr von einem Gegner getroffen werdet. Aktuell ist noch kein Preis für den Anzug bekannt, aber laut den Entwicklern soll der Anzug erschwinglich für Konsumenten werden. Zum Start werden direkt 10 bis 15 Spieler einen Support für das Feedback-System erhalten und weitere Spiele werden folgen, tja, falls das System sich durchsetzen kann. Arizona Sunshine bricht Rekorde und könnte das reine Virtual Reality Spiel sein, welches sich am schnellsten verkauft. Im ersten Monat konnten die Entwickler bereits 35.000 Kopien der Software verkaufen und somit einen Umsatz von 1,4 Millionen US-Dollar generieren. Demnächst wird das Spiel auch für das PlayStation VR Headset erscheinen und dann wird das Spiel sicherlich einen weiteren Hype erleben. Die Entwickler arbeiten auch weiterhin an Verbesserungen und haben dem Spiel einen Modus zum freien Bewegen mit der Oculus Rift und der HTC Vive spendiert. Ihr seid also bei der PC-Version nicht mehr auf das Teleportieren angewiesen. Beim PSVR-Headset wird das Teleportieren aber die einzige Möglichkeit bleiben, denn die Move-Controller haben keinen Stick und kein Touchpad. Der Release von Farpoint für PSVR ist nicht mehr weit entfernt. Im PlayStation Store in den USA wurde das Datum geupdatet und das Spiel soll nun am 16. Mai erscheinen. Das Besondere an dem Shooter von Sony ist, dass er mit einem Gun-Controller ausgeliefert wird, der mit 2 Sticks ausgestattet ist. Somit bekommt das PSVR-System endlich einen Motion-Controller, mit dem man sich auch anständig durch die virtuelle Welt bewegen kann. Die Kombination aus Gun-Controller und Spiel wird bei GameStop für knapp 80 US-Dollar gelistet. Wait. What the hell is that?
Falls ihr euch für das Spiel Bound für das PlayStation VR-Headset interessiert, dann könnt ihr jetzt ohne große Zweifel zuschlagen. Die Entwickler haben in dieser Woche ein Update veröffentlicht, welches die Kamera deutlich verbessert. Die Kamera kann nun so eingestellt werden, dass sie eure Spielfigur automatisch verfolgt. Bisher musste in VR immer die Kamera selbst ausgerichtet werden. Das Spiel spielt sich mit der neuen Kamera deutlich besser und die Erfahrung zieht den Spieler nun viel stärker in das Spiel hinein. Virtual Reality Brillen sind aktuell noch sehr teuer und nicht jeder möchte so viel Geld investieren, bevor er die Systeme ausgiebig getestet hat. MediaMarkt hat dieses Problem erkannt und bietet nun eine Möglichkeit an, mit der ihr Elektronik über MediaMarkt mieten könnt. Beispielsweise bezahlt ihr für die Oculus Rift 70 Euro im Monat und für die Oculus Touch Controller 18,90 Euro. Für die HTC Vive und das PlayStation VR Headset gibt es aktuell noch keine Mietoption, doch MediaMarkt möchte das Angebot ausbauen, wenn die Testphase erfolgreich ist. Das war's auch schon wieder mit We Are Weekly für diese Woche, aber ich darf natürlich noch die Gewinner verkünden. Und zwar sind das Florian Schmitz, Uwe Thiemann und Maximilian Eckel. Ihr bekommt eine Kopie von The Climb von Crytek. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, entweder Samstag oder Sonntag, je nachdem welches Format und wo ihr das Format guckt. Ich wünsche euch eine gute Woche, habt eine schöne Zeit, bis dahin, ciao.